Hallihallo, wunderschönen guten Morgen. Da bin ich wieder. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu laut, deswegen drehe ich es ein bisschen runter. Für euch bleibt es aber genau gleich. Wunderschönen guten Morgen. Darf ich noch guten Morgen sagen? Ja, kurz vor 11, ich darf noch guten Morgen Wir sagen. waren dabei, dicke Rüstungen uns anzulegen, um entsprechend mehr tanken zu können. Ich glaube, das hat in letzter Zeit schon ganz gut funktioniert mit so jemandem wie Sono, ne, der hier mit Brain Damage gute Resolve hat tatsächlich. Ini ist halt eine Katastrophe bei ihm, aber was soll's. Außerdem hat sogar nochmal extra Resolve durch das Zierlot, hat mehr Fatigue gehabt. Hallo Anna, jetzt wollte ich Coco sagen, aber Coco habe ich dich nie genannt. Gute schönen guten Morgen. Na, wie geht's bei dir? Stimmt, wir hatten den tollen Dagger, der hittet sogar ganz gut mit seinem Schlitzerlein da. Das ist eigentlich ganz geil. HP hat er gut, ja. Die Fatigue ist nicht optimal, aber er hat ja noch ein paar Level, da können wir noch ein bisschen was machen und er hat schon ziemlich Spaß an. Das sollte also ins Klappen. Du bist noch ein bisschen dünn gepanzert, gerade auf dem. Haben wir noch jemanden mit Brain Damage auf deinem Body? Hat mich auch irgendwie überall gefühlt. Und du warst richtig nice. Mit extra Fatigue und weniger Fatigue, also weniger Fatigue aufbauen. Aber du bist auch nimble. Bei dir hat das gar nicht. Ja, nutzt man das gar nicht so sehr. Ja, eigentlich auch alles in Ordnung. Ich habe nur ein bisschen wenig geschlafen die letzten Nächte und deswegen bin ich auch heute erst so später, weil, ja, musste mich ein bisschen erholen, ein bisschen ausschlafen. Heute habe ich, ansonsten war ich ja letztes Wochenende bei meiner Familie. Das war auch erstaunlich entspannt, sage ich mal so rum, weil ich dann doch nicht helfen musste. Also ich war ja goldene Hochzeit meiner Eltern und ich musste jetzt doch nicht helfen. Das war auch dann ziemlich cool insgesamt. Ja, du bist noch nicht nimble, das ist das Gefährliche an dir. Hast noch zwei Level bis nimble. Upsi. Missing Eye ist immer wurscht. Also wir haben mit der Verletzung auch echt Glück. Die verletzt sind oder verletzt waren. Achso, die haben schon ein paar Leute verloren mit fehlenden Ohren, hä? Das, der fehlende Finger ist ein bisschen doof. Aber er hat eh Backstabber. Nee, hat er noch nicht. Oh. Muss ich mal Backstabber geben, damit er garantiert erhittet. Ups. Er hat keinen Backstabber. Der hat Backstabber. Und peitscht deswegen auch ganz gut. Ist mir nichts passiert, nur psychisch immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber wird schon wieder besser. Das freut mich. Dann wünsche ich dir noch gute Besserung. Ich frage jetzt, glaube ich, mal nicht nach, was für ein Unfall. Wenn du willst, schreib es mir irgendwie im Discord oder sowas. Ich glaube, das ist besser. Jetzt nicht im Stream ausbreiten. Unfall hatte ich nicht. Wir sind mit einer Bahn gefahren. Da fehlt mir ein fehlendes Ohr. Wir sind mit der Bahn gefahren und sonst. Wir haben eine Karawane hat noch dabei. Ich wollte gerade gucken, ob wir noch Leute haben, die wir konvertieren könnten und einen Dieb könnten. Genau, wir sind mit der Bahn gefahren. Wir sind auch ziemlich pünktlich gewesen. Das hat alles funktioniert. Dann hatte ich auch noch ein bisschen Urlaub. Seit Mittwoch habe ich dann wieder gearbeitet. War eine sehr kurze Woche, deswegen Mittwoch bis Freitag gearbeitet. Und nächste Woche bin ich auf Konferenz, von daher, es ist gerade relativ entspannt. Insgesamt. Insgesamt. Ja. Mir noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können, wie den Soul Splinter bei einem guten Preis, weil den können wir, glaube ich, nicht mehr vercraften. Ach, Sabertooth ist auch zum Verkaufen. Müssen wir mal gucken, wo man gute. Das hier kann be used to crafting, hier kann kein Crafting gemacht werden. Haben wir hier gute Preise? Also, mir gerade noch gar nichts. Huntdown with Terrorizes, das müsste eigentlich relativ entspannt sein. Sollte uns XP geben und hier bessere Preise in Brunnendorf. Ich denke, das sollte man machen. I accept. Das ist nur die Frage, wohin? Ah, da. Da. Lieben Direwolves. Direwolves sollten eigentlich machbar sein. Hier blieben ja Direwolves. Gerade wenn es keine Frenzied sind. Sollte das völlig machbar sein. Die Fallen kommen sie immer in der ersten Zug an. Okay, da ist ein Frenzy dabei, die mit dem offenen Maul. Dabei. Ne, sind sie nicht. Nevermind. Kein einziger. Du wartest. Weil. Wir müssen erstmal Sachen hier die Rüstung durchhauen. Okay, schade. Darf ich da noch rein? Ja, darf ich noch. Schade. Schade. Ja, der ist down, das ist schon mal gut.
Den können wir vielleicht lieber andere Sachen anmachen, tatsächlich. Sehr schön. Egal, hier oder auf Discord, habe es bei anderen Freunden auch on-stream geschehen. Ja, wie du willst, was war dann? Also, wenn du es erzählen willst, dann frage ich natürlich, was für ein Unfall das war. Ein Auto oder was passiert? Ah, die wollen uns umstellen, die Schweine. Mach mal nicht hier. Nicht umstellerisch. Ja, halt immer drei Angriffe, die Schweine. Weil es halt Wölfe sind, die sind ein bisschen schneller. Aber der blutet ordentlich aus. Der hat auch keinen Bock mehr, der will rennen, der will auch rennen. Ja, du kommst aber eher nichts anderes ran, dann kannst du das auch machen. Du kannst aber hier mithelfen. Batz. Guter Mann. Kann nicht so weit laufen. Ja, dann müssen wir dich erstmal hier hinstellen. Kannst du so weit laufen? Du kannst. Damit, aber du triffst nicht. Dann musst du mal hier hin. Oh, er hat keine Aus... Keine... 30 Fatigue. Ja, gut, dann so. Dass wir da nicht hitten, ist ja eine Tragödie. Also, du gehst mal hier rum, weil der rennt sowieso. Der hier, der versucht jetzt abzuhauen. Entsprechend werden wir den einfach umplatzieren, würde ich sagen. Und wollen wir jetzt gerade nicht benutzen. Sono geht mal hier hoch. Das ist ja unser einer unserer Main-Dudes. So, fertig. Aha! Versucht's doch noch einer. Ja, versucht ruhig gegen Sono. Er blockt euch alles weg. So. Wie weit darf ich ihn laufen und noch attacken? Ich darf nur bis hierhin, dann komme ich aber eh nicht ran. Dann kann ich auch weiterlaufen. Oh, der hat wenig Lust. Mach mal das. Und das. Dann haben wir eh noch ein bisschen Energy over. Ah, oh, das hat er nicht getroffen. Das hat aber gehittet. Dann sterben wir mal hier unten. Uff. Der will auch schon laufen. Dann können wir uns einfach hier drum rumbewegen. Lass mal hier. Dich will ich nämlich noch haben. Ein Hit und laufen. So, schneidet den auf. What? Hopp. Als ob. Mit Elke. Ach, stimmt. Ich habe noch gar kein eigenes Auto. Stimmt. Montag früh. Ich war schon ein paar Stunden unterwegs. Wollte dann irgendwann auf dem Rastplatz abfahren. Meine Pause machen. Zu dem Zeitpunkt fing es an zu schneien. Die Ausfahrt war glatt. So wie ich an den Bremsen bin ich gerutscht. Hatte keine Kontrolle mehr und bin geradeaus weit über die Leitplanke in den Graben. LKW ist ein totaler Schaden. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das unangenehm ist. Das kann ich mir vorstellen. Aber hoffentlich ist deine Firma da nicht allzu böse mit dir. Ich meine, du bist immer noch relativ am Anfang deiner LKW-Karriere. Da passiert sowas halt mal, oder? Würde ich ja sagen. Also ich hoffe, dass da zumindest sich alles, was das angeht, im Rahmen hält. Dass du nicht nur da Probleme kriegst. Da komme ich nicht hin. Krieg ich dich? Krieg dich nicht, ne? Doch, Moment. Bis wohin darf ich? Dahin und Hund. Zack. Weiß nicht tot. Komm schon. Jawohl. Danke, Wuffi. Wuffi hat uns gerade die XP gesaved. Wuffi hat uns gerade die XP gesaved. Der will wegrennen. Das gibt's hier nicht. Wegrennen verboten. Und uns noch die restlichen. Also das... Weil verstehe ich, warum, also, oder dann ist klar, warum körperlich nicht so viel passiert ist. Aber natürlich ist das ein scheiß Gefühl, wenn du plötzlich einfach mal alles rutscht und du keine Kontrolle mehr über ein Fahrzeug hast, was du eigentlich kontrollieren solltest. Das ist alles dann nicht so optimal. Wie gesagt, dann gute Besserung und... Und es wird schon. Oh, zack, Kopf ab. Sehr nice. Kriegt man noch ein bisschen Wolfskram. Wir haben euch nicht mal Damage gekriegt. Ne, gar kein Damage. Das ist ziemlich entspannt. Monster jagen ist schon geil.
Monsterjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß, aber hier ist keine Taverne leider. Leider keine Taverne. Wie viel haben wir? 5 Tage noch. Sollen wir hier irgendwas verkaufen? 17er Preise ist gar nicht so geil. Nee. Sehe ich irgendwie nicht so. Tagelöhner will ich auch nicht haben. Ja, dann ist hier halt einfach irre uninteressant. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo wir herkamen. Weiß ich nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall Geld und Kronenkoke, wenn man ganz gute Anlaufstelle für Geld. Ich hoffe, ich kam nicht von Kronenkoke. Mir ist zum Glück noch nie so was Schlimmes passiert. Ich glaube, das Schlimmste, was ich einen Unfall hatte, war tatsächlich, wo ich als Fahrradfahrer angefahren wurde. Da bin ich nämlich, also in der Stadt gibt es ja häufiger auf beiden Seiten Fahrradwege und ich bin auf der linken Seite, also in meine Richtung auf der linken Seite gefahren. Hatte einen Grund, weil ich da einfacher hochkam und weil das so eine doppelspurige, also es war mit einem Grünstreifen in der Mitte und doppelspurig in beide Richtungen, also insgesamt 4 Spuren sozusagen die Straße und ich wollte da nicht mich rüberqueren mit dem Fahrrad. Bin da halt lang gefahren und dann kam wohl jemand, der für Autovermietungen so Autos hin und her fährt. Kam halt aus der Seitenstraße raus, hat, weil es so eine doppelspurige war, also nur Autos von links kommen konnten, hat nur nach links geguckt und ich bin halt für ihn von rechts, also, ne, von rechts vor sein Auto gefahren. Dann hat er plötzlich, ich dachte, er hält an, hat mich gesehen, aber hat er wohl nicht. Weil er ist im Prinzip fast zum Stehen gekommen, deswegen bin ich vor sein Auto gefahren und dem hat er wieder Gas gegeben, wo ich vor ihm war, deswegen war es so ein Puff, mal angedotzt. Mir kam das gar nicht so schlimm vor, aber mein Fahrrad war danach ganz schön verbeult, also. Und vor allen Dingen war es eigentlich der Rückweg vom Sportunterricht, weil wir hatten Schwimmen zwischendurch in der Schule. Und ich kam dann nicht zum Chemieunterricht danach und meine damalige Freundin war vielleicht ein bisschen besorgt danach. Minimal. So, was haben wir hier für Preise? 22, das hört sich doch ganz geil an für die Sache. Und yo, hier. Könnte haben. Holy nice. Minimal besorgt war die. Hier können wir erstmal, ne? Monsterjagen macht. Ach ja, Xan sieht das auch so. Monsterjagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Dann nach dem Unfall erstmal für den Rest eine Woche Urlaub genommen und jetzt habe ich erstmal Berufsschule und dann noch 3 Wochen Pause. Mal sehen, wie es weitergeht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen Mönch wirklich holen will. Oh, ah ne, dich haben wir schon. Du bist cocky, aber sonst keine guten Fähigkeiten. Otto, kriegt man immer als, also ist das normal, dass man als Berufskraftfahrer so viel Pause kriegt, wenn einem so ein Unfall passiert? Ich meine, du hast jetzt, so wie ich das verstanden habe, auch nicht wirklich, also du hast den LKW kaputt gemacht, aber du hast ja keine Personenschäden oder sowas verursacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Das hier mal brauchen tatsächlich, weil wir fast keine Medical Supplies mehr haben. 1300. 3 Tage nach Norden. Wie viel brauchen wir pro Tag? 129. Dann ist das eigentlich voll okay. Wenn wir wirklich 3 Tage brauchen, brauchen wir dann 400 Kronen und kriegen 1400. Außerdem werden uns Rationen bezahlt. Dann können wir hier sogar einen Großteil unseres Essens verkaufen. 8 Tage. Das zum Beispiel. Komm, schön den Schinken behalten. Ups, ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Aber das reicht zumindest, um dann in die Stadt zu laufen, ohne dass wir aus Out of Rations gehen. Denke ich. Ja. Und wie gesagt. So. Ja, mir doch egal. Ich wollte eigentlich eine andere Crisis haben. Ich hatte 20%, dass ich die gleiche krieg. Und wir haben ja doch wieder die gleiche bekommen. If your brother come, don't worry, they say, Danyushka the cult has been sitting with Topsy the thief. Yeah, show him the darkness. Topsy is now a cultist. Yes, nice. Dann haben wir schon mal... Dann haben wir einen Thief zu einem Kultisten gemacht, was ziemlich gut ist, weil der saugute Defense hat hier schon. Und die Behälter ja. Sehr geil. Sehr geil. Das ist gut. Mir die Unfallwoche Urlaub genommen, danach habe ich jetzt erstmal Berufsschule. Also sind es für mich... Ach so, insgesamt 3 Wochen aus. Ah, okay.
es nach meiner Firma ginge, hätte ich mich direkt am nächsten Tag wieder auf den LKW geschickt. Da habe ich selber gesagt, dass ich mich dazu gerade nicht in der Lage fühle. Ja, wenn sie dann wenigstens sagen, ja okay, wenn du Urlaub nimmst, passt das für uns auch, dann ist ja fein, ne? Dass sie dir keine bezahlte Freistellung geben müssen, wenn, ne, ist was anderes. Also ist, glaube ich, normal. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, wenn es um Personenschäden geht, dass man dann freistellt. Aber okay, dann habe ich missverstanden. Ich dachte, danach hast du nochmal 3 Wochen Pause, aber dann, ne. Ich habe es jetzt verstanden. Insgesamt sind es 3 Wochen nach dem. Gut. Ja, da kann man, glaube ich, mal wieder ein bisschen zu sich kommen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch. Ich überlege gerade psychologisch, ob das psychologisch klug ist, wirklich so eine Pause zu machen. Oh, Orkmarore sollte, glaube ich, aber auch okay sein, oder? Oder ob es. Oh, ein Warrior und Young. Okay, da müssen wir ein bisschen gucken. Oder ob es vielleicht sogar smart ist, nicht so diesen Abstand entstehen zu lassen, damit man halt dann ein bisschen. Ne? Hier können nur 2 stehen. Von daher will ich auf jeden Fall einen Step nach vorne machen. Damit man halt drüber nachdenken und diese Gedanken dann nicht so entstehen lässt. Alter, ihr seid solche Arschgeigen, ne? Ihr seid solche Arschgeigen. Es ist unfassbar, wie arschgeigig ihr seid. Du bist Masumoto, ne? Du hast auch nur 32, deswegen stecke ich mal mit hier hin. Ich wollte noch einkaufen, Mittag wollte ich zum Maker's und hab 15 Uhr bin ich mit Mario Kart eingeladen. Ja, dann musst du, glaube ich, jetzt mal los, langsam. Ich brauche mal eine Weile fürs Einkaufen. So, jetzt bist du aber blockiert, weil du hier stehst. Das heißt, wir müssen mit dir hier rumlaufen. Und Sexy, oh Sexy, doch Sexy hat ein Schild, ich wollte gerade sagen. Aber Sexy ist noch nicht so krass. Immer ein bisschen abseits hin. Und ich fürchte, wir müssen mit dir irgendwo hier hoch. Und dich will man, glaube ich, auch hier hinstellen. Dass du jetzt hier mittendrin stehst, du Karawanenhand, ne, ist ein übelster Bullshit. So. Braucht manchmal auch eine Weile, so wie dass ich nur so kurz. Ja, alles gut. Wir hören voneinander. So, wenn ich mich hinstelle, sollten hier auch nur 2 stehen dürfen. So. Ach, natürlich. Na gut, die Karawanenhand kriegt ab. Das ist dann wieder irgendwie okay für mich. Oh nein! Die haben Sono gestunt, ihr Schweine. Moment, was? Ich habe eine 4er Sicht. Achso. 1, 2, 3. Ja, wir warten mal. Die Karawanenhand gestunt. Ja, Wahnsinn. Okay, sie stunnen alle meine Leute. Das ist ein bisschen doof. Move doch nicht da rein, du Vollpfosten, Alter. Vor dem Herrn. Ich werde hier raus move müssen, tatsächlich. Und hier jemanden hinstellen, der das hier einnehmen kann, dann nächste Runde. Weil der wird mit Sicherheit. Du bist der Warrior, ne? Wir haben auf dich. Machen wir den rund und geben dem noch einer. Sehr schön. Topsy, wie viel Defense hast du? 29. Die habe ich gerade konvertiert. Ich will ich eigentlich nicht da haben, dass du direkt frisst. Du wartest nochmal ab. Du nimmst den High Ground hier. Für den Fall, dass hier was dann steht, dann kannst du ihm zur Hilfe kommen. Ja, genau. Das war schon ziemlich klar irgendwie. Oh, wow. 28 Damage, Reinforced Mail. Ach du Scheibenkleister. Okay. Müssen erstmal die Youngs töten, glaube ich. Boah, alle sind gestunt, ey, das ist echt Mist. Alle sind gestunt. Was haben die hier meinen? Moment, kann ich hier noch rumlaufen? Hier ist halt auch geblockt, ne? Ach, nee, du stirbst ja sowieso gleich, dann muss ich hier noch unterstützen. Können noch einen Schritt ran machen, aber ich will den High Ground behalten.
Ja, weil der gestunt ist, darf der jetzt noch werfen. Weil der gestunt ist, darf der jetzt noch werfen. Erstmal eben die Waffe klauen. Das ist wichtig gewesen. Das war sau wichtig. Oh, das habe ich nicht gut gemacht. Da habe ich mich nicht gut gestellt. Geh mal hier runter, weil ich gegen den... Ach, das ist ein blöder Idiot, ey. Diese Karawanenhände, ne? Könnt kotzen. Ich hoffe, ich glaube, ich muss nur die Esel überleben. Von daher bin ich völlig fein damit, aber... Ist halt nicht die smartesten, sind wir mal ehrlich. X mal dich mal auf. Dann muss ich mit dir nämlich doch hier irgendwo außen rumlaufen. So, und du schneidest den auf, du schneidest den... Okay, ihr schneidet es nicht auf. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, können wir jetzt dich wegmachen? Danke. Okay, der Warrior hat immer noch Bock, ne? Der hat gerade mit bloßen Händen zugehauen, vor allen Dingen. Das ist das Bittere. Ah, damn it. Aber Overwhelm nochmal bitte, weil du bist gefährlich. Das sieht gut aus. Kind of. Sehr schön, dann wissen wir jetzt, ob ich seine scheiß Rüstung. Dahin. So. Du rennst schon, dann laufen wir einfach mal so weit, wie wir können. Wer ist denn das eigentlich? Dann Juschke übernimmt da unten gerade das Tanken von dem. Dass du hier wieder reinmovest, ne? Also ist halt übel verprügelt, aber rein da! Das ist schlecht. Das nicht zu hitten ist nicht so gut. So, der läuft auch. Sehr geil. Wir müssen ihm, glaube ich, mal das Schild klauen. Wobei das halt andere problematische Folgen haben kann. So, da haben wir noch einen Hund. Oh, der greift jetzt einen Hund an. Der noch dran ist. Da ist der Dude. Down. So. Dass der halt hier wieder reingemoved ist, ne? Was eine doofe Fratze. Der Overwhelm ihn schön. Wir machen den erstmal weg. Gehen auf den. Achso, der hat ja hier noch jemanden, auf den er gehen kann. Stun den. Ich glaube, der würde trotzdem auf ihn gehen, weil er ihn besser trifft, aber so ist nämlich mal das Schild. Oh, ich versuche mal das Schild wegzunehmen. Das dauert einen Moment. Offensichtlicherweise. Da hat mein. Irgendwas ist mein Fearsome geprockt. Das ist nicht so schön. Könnte auch, wenn ich mir das Schild wegnehme, langsam anfangen. Also, wenn ich den ja getötet habe, ihn abzudolchen. Für ein bisschen mehr Loot. Da drüben ist noch ein bisschen Platz. Oh. Das ist schlecht. Dass er das kann. Jetzt bräuchte ich einen Taunter. Ich weiß nicht, ob man so einen Modo taunten kann. Das ist richtig beschissen. Du kannst schon mal nicht taunten. Du kannst auch nicht taunten. Okay, er ist am Run. Okay, jetzt ist fein. Ja, er will jetzt weglaufen. Er hat echt mein dickes Schild gekillt, ne? Dann können wir ihn auch abstechen, ganz gemütlich. Hier. Oh, du... Ah, nein, Harkon hat keinen. Dann müssen wir hier Platz machen. Für einen anderen, der abstechen kann. Der Typ nervt. So, du hast aber was zum Abstechen. Da. Du hast mit Sicherheit auch was zum Abstechen. Yes. So. Hast du was zum Abstechen? Hast du. So und so.
Kannst du halt nicht mehr angreifen. Nimmst du das noch? Du hast auch noch was. Nee, ich will wirklich stechen. Pieks, pieks, hallo Sono. Hallo? Was? Wie? Wieso? Ah, ich habe nicht genug vergiss es, genug. Punkte. Jo. Na Sono, wie geht's dir? Wie war deine Woche so? Müsste den hier halt eigentlich rausrotieren, darf ich aber nicht. Darf ihn nicht rausrotieren. Kein Rotator. Auch kein Rotator. Ich habe generell noch keine Rotator. Der macht jetzt den Rest der Rüstung platt, leider. Aber das war ein sehr angenehmer Kampf. Auf jeden Fall, wo wir die Sachen alle haben. Das. Munition brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Habe ich auch nichts wert. Kommt, glaube ich, genug Platz. Tut mir leid, so nur übrigens, dass es jetzt noch kein Dark Souls ist. Ich habe heute wirklich überlegt, heute Morgen, ob es Dark Souls wird oder nicht. Aber ich war irgendwie. Noch nicht so. Das Problem, also warum es kein Dark Souls ist, und das ist das gleiche, wenn du mich fragst, wie es mir geht. Ich bin ein bisschen müde, ein wenig geschlafen die letzten Tage, vielleicht ein bisschen spät ins Bett gegangen. Ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen am du wirst auch ein Nimble Dodge Dude, so wie ich das sehe. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall Dodge und Relentless. Dodge bringt, glaube ich, erstmal mehr. Dann müssen wir die Relentless geben noch. Irgendwann. Und wir müssen die vor allem ein Level abgeben. Plus 2 ist schon mal gut. Plus 5. Plus 6. Let's go. So, Xander Guldischt. Plus 4 auf jeden Fall nehmen wir das mit. Plus 3 würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Und plus 5, damit er eher dran ist, vielleicht. So, ready the troops here, Backstabber. Damit du besser hittest. Let's go. Du kriegst mal hier noch ein plus 3er, um da auch besser zu hitten. Du bist am Overwhelmen. Das heißt, ich würde dir auch gerne hohe Initiative geben, eigentlich. Fatigue hast du genug? Die einfach noch ein bisschen HP und da hoffen, dass du es mal irgendwann überlebst. So, das könnte man dir natürlich fearsome bringt, nicht so viel. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Killing Frenzy. Warum habe ich die eigentlich nie nimble? Achso, weil du nicht so viel HP hast. Aber Dodge kann ich dir trotzdem geben. Dodge müsste trotzdem noch einiges bringen in deiner Defensive. Und wir können dir vielleicht sogar nochmal den Footwork Perk nochmal geben oder so, wenn wir jetzt noch weiterkommen. Ja. Und ansonsten habe ich heute gewaschen schon und Alter, wie viele Trading Caravans hier rumrennen. Und bereite mich gerade so ein bisschen darauf vor, es ist einfach 4 Trading Caravans in der gleichen Richtung. Bisschen darauf vor, dass wir nächste Woche auf Konferenz sind. Mit meiner Firma, also über die Firma tatsächlich bezahlt. Konferenzieren wir nächste Woche. Bisschen was zum Lernen und so, Weiterbildung. Bisschen mehr wieder wie Studium, ohne dass wir eine Prüfung schreiben. Ist eigentlich ganz nett. Ah, wir sind schon im Moordorf. Das ist gar nicht so weit gewesen. So, Alp Trophy Necklace. Chillig, genau. Wir haben noch ein paar frei, von daher können wir gerne ein Alp Trophy Necklace mitnehmen. Direwolf Pelt Mantlet finde ich, glaube ich, immer noch ganz geil. Weil es plus 15 Durability ohne Dingens gibt. Was anderes mit dem Direwolf-Zeug craften? Eine Wardog-Armor oder Snake Oil. Ich glaube, ich mag lieber den craften. Und das craften. Dann können wir noch ein bisschen Snake Oil craften. Cat Potion. 8 plus Initiative. Wardog-Armor können wir immer noch craften, wenn wir wollen würden.
Wollen wir aber aktuell, glaube ich, nicht. Sonst könnte man jemanden noch so ein Helmchen geben. Eigentlich für jemanden, der Nimble ist doch auch geil, oder? Wir hatten doch hier schon unsere Nimble-Dudes. Achso, apropos. Wie wär's denn, wenn du wieder ein Schild nimmst? Hier. Schildi-Schild. So, und dir ja zum Beispiel, wenn dir 15 mehr Dingens zu geben, ohne und Resolve zu reduzieren, hört sich ja eigentlich ganz geil an. Hier, Danjuschka. Let's go. Wir sind hier die Wolfschlechter. Muss schon irgendwie auch zeigen. Wir sind jetzt hier die Preise gerade. 14. Ich glaube, das ist bei dem absoluten Müll nicht so relevant, aber... Insgesamt schon shit. Achso, die Necklace haben wir ja auch noch. Hier, Sexy, die kriegst jetzt du. Kriegst da irgendwelche komischen Augen und Finger oder sowas umgehangen. Ja, passt schon. Passt schon. So. Oh, kann man hier auch günstig kaufen. Wird es noch günstiger? Selling für 10% more und weniger recruiten. Guck mal, der Weg macht 1800. End the Nightmares. Haben wir genug? Haben nichts davon. Achso, apropos. Ich glaube übrigens, das Snake Oil verkauft immer genau für 650. Egal was ich mache, ich kann es immer genau für 650 verkaufen. Was willst du von mir? Fast 4000? Conquer the Fallen Star? Nee. Das hört sich nicht so geil an für uns. Da können wir, glaube ich, die Peat Bricks mal mitnehmen. Für ein bisschen mehr als 100, wenn wir die schon verkaufen können. Essen. Komm, gib mir mal ein bisschen Essen. So, da haben wir jetzt noch für 4 Tage Essen. Hört sich doch gut an. Verkaufen will ich hier halt nur nicht. Ansonsten, was haben wir hier noch? Einen Anatomisten. Ich glaube, habe ich einen Anatomisten schon? Nee, ne? Wir haben, glaube ich, fast... Bis auf eine Karawanenhand sind wir, glaube ich, komplett Kultisten gerade, weil wir unseren Dieb in einen Kultisten umgewandelt haben. Yes. Oh, shit! Das wäre ein insaner Rangy-Dude. Mit 3 Sterne und 49 Start kriegt er 45. Der kommt deutlich in die 90er rein. Plus Resolve, plus Resolve. Ja, auf jeden Fall. Komm zu mir. Komm zu mir, mein Toastick, der Exorcisizer. Dann bist du jetzt wieder. Bist du das wieder Todes Aim? Literally. Da rein musst du. Du hast eine geile Armbrust, da haben wir gar keine bessere. Geben dir noch einen Dolch mit. Hat mir nicht noch jemand ohne Dolch? Hier, du hast auch noch keinen Dolch. So. Und du hast ja noch Level-Ups. Also auf jeden Fall den Perk und den Bullseye-Perk. Wenn er besser trifft. Plus 5. What? Plus 5 ist so gut. Ich weiß nur gerade nicht, was ich danach noch mache. Wahrscheinlich, dass er eher dran ist. Und Range Defense, damit er nicht weggesniped wird, würde ich mal behaupten. Wäre, glaube ich, ganz gut. Und er hat dann noch eins. Nochmal plus 5. Yo, der hat einfach schon direkt schon 10, bevor er irgendwas gemacht hat. Ich könnte ihm sogar noch Melee-Skill geben, was er immer plus 3 kriegt, was auch ganz gut ist. Aber ich gebe dem... Der ist schon auch juicy, wenn er doch mal im Nahkampf ist. Vielleicht retten die 3% ihn. Dann nochmal eher dran sein. Yo. So, haben wir noch eine bessere Rüstung für ihn. Der hat eine 55er und 40. Minus Vision wollen wir ihm eigentlich nicht geben. Also nicht unbedingt, aber die haben, glaube ich, alle Minus Vision, die wir hier haben, die Helme. Hier 75, 90, hier kriegst du das. Bisschen besser.
Und ich hätte gern... will ich ein Helmchen für dich nehmen? Wahrscheinlich hätte ich schon gern ein Helmchen. Du hast 7 Vision bei Nacht, Range von 6. Bei Nacht hat er halt dann genau diese 6 Vision, die er auch Range hat. Wenn ich dann noch eins runtergehe, kann er bei Nacht nicht mehr weit genug schießen. Weil bei Nacht trifft er sowieso nicht viel. I don't know. Ich könnte ihm theoretisch auch so was noch geben, dass er noch Dinge werfen kann, aber ich glaube, es ist besser, wenn er einfach damit ballert. Weil 50% Damage Ignores Armor ist schon geil. Und vor allen Dingen mit dem Perk kriegt es nochmal, ich glaube 20%, genau, hat 70% Damage Ignoriert Armor. Macht einfach direkt Body. Direct Body. Passt natürlich jetzt nicht so gut zusammen, dieses südländische mit dem Hexenhut. Kann ich sonst nur sowas geben. 90 und ein 40er Hexenhut. Ja, ist dann wohl erstmal so. Und ein Anatomist. Anatomist sieht halt auch geil aus, ne? Er ist greedy und beim Weglaufen hat er extra Melee-Defense. Ja, geil. Nee, danke. Dann nicht. Dann fuck you. Ja, und Nightmares ist dann auch gerade schwierig mit unserem Setup. Weil wir nichts haben, um das bisschen zu tricksen. Wir gehen mal, glaube ich, nach Eisenstein wieder rüber. Können ja noch ein bisschen laufen. Eisenstein, Eisenstein, wacht, was halt so ein Eisenstein macht. Eisenstein, Eisenstein, ist überhaupt kein Spiderschwein. Ja, ja. Ich hab zwar nie im... Nee, was ist denn? Das ist nicht American Dad. Family Guy. Ich hab nie Family Guy großartig gesehen, aber das kenne ich. Erstmal ein Saufen. Wir haben einen neuen Kameraden. Anstoßen. Hier 130. Let's go. Direkt wieder verkaufen. Geil. 40 plus gemacht. Einfach nur durch einmal rumlaufen. Fett, fett, fett. Hier ist noch 19er Preise. Ist eigentlich ganz geil. 950, follow the tracks, return rare coin collection, sollte machbar sein. 1500, drive of brigands, das ist halt immer was, was ich nicht machen will. Daher machen wir jetzt die rare coin collection. Norden, das sind also die Tracks, die wir... Da sind die 8 Thieves. Some mark, a few marksmen, some raiders, let's go. Kommt her, ihr Raiderchen! Wir raidern euch! Kommt ihr jetzt her? Danke. To arms. Engage. So sexy. Sexy Hexy. 35, du wirst noch gut. Vielleicht geben wir dir trotzdem mal den High Ground, wa? So ist man nicht, weil die ganzen Marksmen sind noch am Böllern gleich. Ne, du wartest auch nochmal. Wir hoffen, dass sie nicht unsere Rangies treffen. Er geht zurück, weil der 2 hatten wir nur einen. Ihr Schweine. Schweinebraten. Ich würde mit dir mal gern hier hingehen und kurz abwarten, wie weit ich mit den anderen gehen kann. Gehen werde. Und wie gut ist dann Yushka? 49 Defense. Rein! Rein! Wie gut bist du? 29 Defense. Du reinst nicht ganz so sehr. Du resettest immer dahinter, Topsy. Wie viel Defense hast du? 60. Rein! So, du machst mal den hier. Und du rennst einfach außen rum, I guess. Wie viel hat Sepp? 28. Ist auch nicht optimal. So, und du musst die da oben abfangen, Sono. Du hast Battleforge und alles. Du gehst mal dahin. Du hast keine Ausdauer mehr. Wir helfen mal hier in der Mitte mit. Da darf ich nicht mehr schießen, wenn ich dahin gehe. Das ist ja gemein. Alle schon versteckt, ne, ihr Schweine. Dann laufen wir erstmal dahin.
So, und mein Banner muss natürlich mitten rein. Oh shit. Kann der nicht angreifen? Das ist schlecht. Dann hilfst du da oben mit. Dann bewegen wir uns da nochmal. Ja, wie geht's dir denn so? Guten Tag. Ey! Schweinerei. Einfach runterstoßen. Finde ich frech. Kann ich auch. Ich will hier wieder hoch. Einfach wegstoßen. Ich glaube, es hakt. Jetzt komme ich aber auch nicht ran. Guck mal einer an. 57. Direkt ein schöner Schuss, ey. Nice. Nice, nice, nice. So. 90. Oh, dann nehme ich den 90er. Hallo. Ey! Frechheit. Was ist denn los, Sono? Was bist du denn überlegen? Der rennt. Der hat keinen Bock mehr. Wie kommen wir jetzt da hin? Da! Hallo. Magst du nicht, dass du da oben links stehst und einfach alles chillen musst? So, 64, 44. 72, Batz. Hihihihi. Moment, wenn wir noch eins vorgehen, können wir ihm, glaube ich, einfach direkt reinschießen. Yes. Oh, schade. So, dann exekutieren wir dich. Batz. Und du meinst, du kommst hier weg, ja? Du meinst, es hilft dir was? Aua! Frechheit. Oh. Der kann ja schlagen. Ups. Das hätte ich vielleicht nicht auf dem Schirm. Hat man vielleicht nicht auf dem Schirm. Hallo. Der oben die ganze Zeit Dingens wollt. Bleibst du doch stehen. 66, 66. Keiner von euch hat halt die Rüstung gebrochen. Da kann ich eigentlich nur die Waffe wegnehmen. Und dich nochmal overwhelmen. Ich habe die neue PoE League noch gar nicht gesehen. Gibt's eine neue? Was ist denn der Name? Keine Ahnung, was der Name ist bisher. Ja, wie gut geht's euch so? Hätte dann mal die Rare Coin Collection lieber nicht geklaut. Weg mit deinem scheiß Schild. Uhuhu. Was ein Hit. Geiler Heat. So, dann da und wir gehen da noch ein Stück ran und dahin. Ich muss sagen, ich bin bei PoE echt aus dem Loop raus. Ich hab echt den Nachverfolgung verloren. Warum hast du mal so viel Ausdauer aufgeholt? Moment. Harkon. Harkon der Unbenannte. Wo bist denn Harkon? Minus, du hast plus Resolve eigentlich Probleme. Warum hast du so viel Ausdauer? Weird. Hallo. PoE 2 wird bei der nächsten Exacon im Sommer revealed. Hä? Wurde doch schon revealed. Fuck. Shield Wall. Knockback. Down several levels of hate. Shield Wall, Spear Wall und Repost. Shield Wall will be cancelled. Achso, Shield wurde. Man hat gar nicht geschildet wurde. Dann habe ich einfach sinnlos durch die Gegend geschoben.
announced, gezeigt, wie auch immer. Aber das wurde es doch schon. Es gibt doch schon auch Gameplay und sowas. Deswegen bin ich irritiert. Deswegen war ich so irritiert, weil es ja... Also, ich habe ja schon Sachen gesehen davon. Also, offiziell meine ich gesehen davon. Das ist nicht so aus Versehen gesehen, sondern das war völlig, völlig offiziell angekündigt und sowas. Wir wollen 98. Manchmal hasse ich das schon ein bisschen. Wenigstens das. Du kannst immer nur noch einmal. Das ist ja... Das ist ja sad. Der Hund mir den Weg gelaufen, ne? Jetzt ist der Hund mir in den Weg gelaufen. So, und du hast immer noch Bock da oben mit Sohn und ich. Da hat Release veröffentlicht. Okay, also es wird finalisiert, sagen wir mal. Bin ich ja gespannt, weil den Anfang hatten sie schon mal gezeigt, dass der Anfang ganz anders wird und so. Deswegen gibt es ja schon die Vermutung, dass die ganze Story auch eine andere ist. Wir können den eigentlich abstechen. Wenn wir da uns positioniert haben und so richtig. Könnten wir ihnen eigentlich ihr Stecherli geben? Ja, da will nämlich schon laufen. Gehen wir mal hier hin? Ne, wir haben keine AP, wir haben nur 3 AP, ne? Na dann... Hier, Dagger. Deathblow. Schade. Nee. Be right back, Ösen. Machen die Ösis das? Ösen? Finde ich gut. Hier. Wobei, ist eigentlich wurscht. Achso, du hast das Schild nochmal. Das ist schon richtig, was du tust. Ja, dann kannst du leider nicht mehr. So. Du nicht. Oh, ist ein Helm nicht getroffen, dann ist okay. Peaks. So. Blut nehmen wir mit. Let's collect. Also das für 950 ist sehr, sehr entspannt. Dann haben wir dafür noch ein paar Level-Ups auf unseren sexy, hexy, maxi, bexy. Ja, Ausdauer plus 4 auf jeden Fall. Du solltest aber kein Nimble werden, ne? Weil du hast ja, ach so, genau, Initiative. Dodge hast du aber noch nicht, von daher ist es noch umbaubar. Wobei du hast relativ wenig Fatigue wahrscheinlich. So dann, würde ich sagen. Die Frage, auf was wir hier kommen. Also, du bist halt wirklich nur noch ein Fleischschild dann mit deinen Melee-Defense. Mit dem Hauen. Machen wir hier nochmal giftet. Nochmal plus 3. Nochmal plus 3. Nochmal plus 4. Let's go. Du wieder. Ricky hat einen Level up. Plus 4. So geil. Plus 1 ist leider shit. 3. Plus 3, wenn nicht weggesniped wird. Also weniger und so. Reach. Oh ne, Overwhelm ist das. Reach Advantage könnte man ihm tatsächlich geben, theoretisch. Oder geben wir einfach Gifte, damit er noch dicker zuhört. Ja, nochmal plus 3. Plus 3. Plus 4, damit du irgendwann, glaube ich, mal bessere Rüstung tragen kann. Kann eigentlich jetzt auch schon, wenn wir Rüstung übrig haben, aber ja, so ein schönes Kultisten-Outfit da an der Backline. Finde ich eigentlich schicki, wie das ist. Und Rüstung haben wir eh nicht so viele, also von daher. So, gib mir meine Monies.
Give me my monies. Erstmal nochmal anstoßen drauf. Todesaim hat sie erstmal besoffen. Geil. Hier gibt's noch Karawanenhände. Diebe. Räuber. Ganoven. Diebe. Räuber sind auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ja. Die Werte sind nicht so geil. Also. Nee. Einfach nee. Gucken wir uns mal die noch an hier. Die Krawanhände. Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Das wäre halt jemand, der wieder Digi-Digi-Rüstungsboy, aber fehlen quasi jetzt schon zwei Level in Ausdauer. Wir kriegen immer noch 8 Level quasi in Ausdauer rein, wenn wir vom Max ausgehen würden, also ja, es gibt Hintergründe mit mehr Ausdauer, aber 5 Defense und Ausdauer ist schon ganz gut. Und ein 52er Skill. Und eine Karawanenhand. Wobei das Resolve ist auch noch super niedrig. Ne, ich glaube, das finde ich nicht. Das ist alles nicht so richtig geil hochgerollt. Das, was hochgerollt ist, ist halt wieder die Range Skill. Okay, und die Defense, aber nee. Nee, da bin ich nicht so erpicht drauf. Achso, wir müssen jetzt noch Sachen auf Reparieren stellen, wie das da und das da. Können den anderen Kram hier mal rausnehmen, wenn ich reparieren wollen. Würde ich noch gern reparieren. Reparieren. Hier haben wir nämlich 19er Verkaufswerte, also es ist schon ziemlich nice. Haben wir hier Quiver of Bolts, das. Ist doch schlechter, oder? 40, 110, 40, 100, ja, wir machen euch auch weg. Hier können wir eins von weggeben. Wir werden noch eins reparieren. Hier haben wir das Ding. Das Ding können wir weggeben. 40, 55, 40 bis 60, 35, 55, 35, 70. Es ist stärker gegen Rüstung. Ja, aber Bögen sind sowieso scheiße gegen Rüstung. Dann kommst du jetzt auch mal weg. Hier kommt weg. Ja. So würde ich mal sagen. Ärgert mich ein bisschen, dass ich die Juwelen nie sinnvoll kaufen kann. Finde ich ein bisschen doof. Und das war Drive of Brigands in Mossy Shelter. Nee, da bin ich irgendwie nicht dabei. Aktuell haben wir so ein bisschen uns von Kronkrog mehr so nach Dulmen, Mordorf, Suderbusch verschoben. Das läuft irgendwie geiler für Kohle. Müssen mal gucken. Ich muss mal kurz zählen. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben ein 230er Helm. Wir brauchen ja von jedem 3. Oh, wir haben noch ein Level Up. Lul. Gesehen. Wir haben sogar mehrere Level Ups noch. Nee. Ein 230er Helm. Bis jetzt. Und glaube ich. Und haben wir überhaupt schon eine Rüstung, die 230 hat? Nee, ne? Aber das war doch das Ziel von uns, ne? Ja. Ja, das dauert noch eine Weile. Würde ich sagen. Müssen wir kurz noch die Level-Ups machen hier. Bandelieder. Plus 3. Plus 4 wahrscheinlich. Moment, wie viel kriegen wir davon? Achso, Relentless müssen wir mir jetzt mal geben. 50% of Current Initiative ist Bonus Melee. 15% heißt, es ist knapp ein Punkt in die Melee-Defense, wenn ich 5 Initiative nehme. Ha. Oder wir nehmen doch mal Range-Defense, damit sie uns nicht mehr immer wegsnipen, wie die Irren. Mal gegen die Goblins und so ist das schon shit.
Aber das ist halt bald. Aber ja, komm, wir nehmen mal. Nee. Wir nehmen die HP, wir nehmen das, wir nehmen das, wir skillen da einfach. Wir skillen einfach so. Ich kann ja natürlich jetzt Fearsome geben, will ich aber nicht. Ich glaube, ich muss ihm erstmal Relentless geben, weil er ja nimble und dodge ist. Das heißt, Relentless, da behält er mehr von seiner Initiative und so weiter. Das wäre schon ganz gut. Das gleiche Problem mit dir nehme ich auch. Plus 3, sehr gut. Hier nehmen wahrscheinlich die plus 5 und die 2, I guess. Weil HP hast du schon gut und du nimmst jetzt auch nochmal Relentless. Doch richtig geskillt, genau. So, was haben wir hier für Aufträge? 540, Secure Crypt of Jalfargo. Moment, muss mal kurz gucken. Dulmen, wie verbinde ich mit Dulmen schon? Dulmen? Ne, hier können wir noch ein bisschen, hier können wir noch ein bisschen pushen. Beliebtheit. Aha. Find the Crypt. Ist aber das schon wieder? Hey, seid ihr doof? Find und jemand, der uns sagt, wo es ist. 740. Cargo. 2 Tage nach Norden. Würde ich, glaube ich, über Secure the Crypt machen. Für 540 kann das nicht so schlimm sein. Eigentlich. Eigentlich, aber haben wir die nicht schon mal gecured? Genau, diese Crypt, das kommt so bekannt vor, auch der Name und so. Bin ich jetzt irgendwie, bin ich jetzt lost? Ich hab so das Gefühl, ich bin lost. Dass wir genau da schon mal waren, aber wir sind noch nie so straight hier hingelaufen. Oder habe ich das dann doch nicht gemacht? Vielleicht habe ich das dann doch nicht gemacht. Ist das drin? Wissen wir nicht. Arms, engage. Okay, anscheinend Grave Robber. Moment, Sexy hatte 42. Das ist inzwischen schon ziemlich ordentlich. Weiß ich genau, ob die jetzt Ranges haben. Wüsste ich eigentlich ganz anscheinend nicht. Wo ist er denn hin? Steht er jetzt hier oder ist er ins Loch gefallen? The fuck? Okay, sie kommen nicht ran. Hakon war auch jemand, der ganz okay ist. Steht halt wirklich hinter den Sachen. Ich habe es nicht gesehen dadurch. Okay, da stehen aber auch noch Dudes. Okay, okay, okay. Warte mal kurz. Topsy war, glaube ich. Nee, Topsy. Soll ich mir Topsy machen? Topsy sollte, glaube ich, einfach irgendwann zweihändig gehen. So mein Gefühl. Den kommt erstmal da rein. So, und du kannst erstmal ballern, würde ich sagen. Oder wir warten kurz und gehen mit den anderen ran. Batz. So, Sono kann auf jeden Fall hier oben rein. Let's go. Du musst mal hier, glaube ich, die. Da, du gehst da noch mit hin. Dann kommen wir hier noch ein. Ja, puh, dann bist du halt jetzt mit die Flankierungstruppe mit. Geh mit dahin. Du gehst mit dahin. Wir packen uns so hier hin, würde ich sagen. Wir können auch dahin gehen, aber dann haben wir hier halt noch jemanden drin. Ne, machen wir nächste Runde, wenn dann. Und du stellst immer mit hier rein, würde ich sagen. Ja. Erstmal kurz. Reinmaschinen. Oh, sehr gut. Peaks! Oh, damn it, jetzt habe ich mich schlecht platziert. Jetzt habe ich mich schlecht platziert. Hier kann ich noch reinschießen, oder? Das ging noch. Hallo? Na, wie geht's uns denn so? Angenehm, wenn man so viele Hits kriegt, zwar. Wie viel Defense hattest du? Mit 39 auch schon echt ganz okay. Ein Overwhelm hast du auch noch. Peitsch, peitsch, Motherfucker. Hakon muss außen rumlaufen. Aua.
Ja, Range Defense und so, ne? Range Defense ist nicht optimalo für mich. Oh. Au. Okay, der ist aber einfach verblutet. Bist später dran. Moment, warum hast du eigentlich kein... Warum hat der Nischke schon wieder kein... Scheiße! Ach, dammit. Okay. Du hast schon mal besser getroffen, Boy. Das Sexy da so ins Gesicht kriegt, ist nicht so geil irgendwie. Muss ich mit ihm da oben aushelfen kommen, glaube ich. So, und du bist erstmal aufgeschnitten hier. Dann schneiden wir dich noch ein bisschen auf. Yes, 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 yes. Schade. Dann so, hallo. Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Hör doch mal bitte auf zu werfen. Das wäre sehr lieb von dir, danke. Moment, du kannst einen Schritt machen und dann da reingehen. Dann musst du mal hier ein bisschen weiter unten rumlaufen, würde ich sagen. Ja, ist nächste Runde eh tot, wenn er nochmal dran war. So. Erstmal Schild klauen. Schade, kein Stun. Das macht halt ein bisschen mehr Damage, ne? Müssen wir uns halt dran. Ach, oh, der läuft. Ja gut. Dann so. Du bist hier noch ein bisschen gefährlich. Kopf ab! Wo willst du denn hin? Da hinten stehen auch schon Leute von mir. Das ist so übel, was der mit den Leuten macht, ey. Zack, zack, zack. Aufgeschnitten. Schön mitten rein mit meinem Dude, der die Moral hochhält. Sehr gut. Ja, das läuft doch. Hallo. Hören Sie bitte auf meine Leute zu hauen. Wäre ich dafür, danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hallo. Nö, nö, da fliegt noch ein Kopf. Wir machen das schon noch. Wir holen uns die Jungs, keine Angst. Den haben wir noch. Fangen wir wieder an, ein bisschen zu pieksen. Zack. Piekst auch noch ein bisschen mit, du hast ja vorhin einen Backstabber. Da geht, trifft das super gut. So. Pieks, pieks, pieks. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Du machst die Rüstung kaputt, das ist doof. So, dann piekst nur dich noch ein bisschen. Oh. Verblutet einfach. Ist einfach am Bluten. Nee, nee, yes. Zack. Haben wir wieder ein bisschen Damage gefressen, ne? Also das Schlimmste war das Geworfen auf Sexy so ein bisschen. Und Sepp hat ins Gesicht gekriegt. Aber es war schon, die zwei Wurftreffer waren schon mit das Schlimmste, ey. Das ist fast ein bisschen traurig, dass es das ist, was uns zu schaffen macht. Nee, nee, aber ihr beiden. Das ist fast ein bisschen traurig, dass uns das zu schaffen macht. 19 Tools, ja gut, dann haben wir ja vielleicht wieder ein bisschen übertrieben. Wir brauchen wieder Tools und Supplies günstig. Wo gab's denn die nochmal? Es gab ein paar Städte, wo wir die für 180 oder so kriegen. Das war schon ziemlich geil. Und Esen. Esen haben wir noch knapp 3 Tage. Nach Plan. Gibt's hier Tools und Supplies günstig? Nope. Hier gibt's ja gar nichts günstig. Was ist denn hier? Terrified.
Aber das ist doch Deliver Cargo. I'm confused. Ich meine, aber Terrify ist auch schlecht für... Ja, die kaufen auch für weniger. Das ist ja beschissen. Ah, 160er Noble Mail. Aha, 210er. Jetzt halt. Selbst damit reicht sie halt nicht, ne? Mit dem Leather Neck Guard für 230. 170. Alles Mist. Außer die Taverne, die ist geil. Und ein Sales Road. Survivor Perk. Der hat sogar wieder ganz gut Ranged Skill. Der wird, glaube ich, immer 4 kriegen. Kommt auf 85 irgendwann. Das ist gar nicht so scheiße. Das ist gar nicht so scheiße. Ja, aber wir wollen hier, glaube ich, eigentlich nichts kaufen. Weil bei euch ist halt... Wir gehen nach Sonnenwehr. Da war doch immer Happy Time, oder? Ne, wir können hier Weißen Schacht und dann nach Sonnenwehr gehen. Wenn Sono eh nicht da ist, kann sich wenigstens nicht wehren. Mal einfach in seine Wohnung rein, alles rausreißen, was nicht nied- und nagelfest ist. Geil. Und dann verkaufen gehen. Ah, hier müsste, bei Sonder müsste es, weil es einen Workshop gibt. Günstig zu kaufen, bei Weißen Schacht. Günstig zu kaufen geben. Ja, vielleicht sollten wir, Wie sind die Verkaufspreise? 14. Ich kaufe mir mal eins, damit ich wenigstens weiter reparieren kann. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch helfen können. 530. Hand down wo terrorizes. Sollte 530 völlig in Ordnung sein. End the nightmares. Ja, das. Oder 1500 für eine Noble Quest ungefähr. Conquer the Fallen Star. Müsste eigentlich auch wieder okay sein. Wir machen, glaube ich, erstmal das hier. Hunt Down Terrorizes, weil das sollte eigentlich ziemlich in Ordnung sein hier. Könnten, ja, Sepp hat schon noch ziemlich viel HP, was ist ein bisschen eine gebrochene Nase. Ist nicht so schlimm. So ist die Frage. Achso, da sind die Spuren. Die Spuren sind, wollte ich gerade sagen. Ja. Religious Turmoil, bum bum bum. What? Achso, hier unten. Many Nomad Outlaws. Ich habe nichts mehr euch am Hut, geht weg. So, jetzt wirklich gegen... Ach, come on. Wollt mich jetzt wirklich jagen, ihr Schweine? Nee, nicht stehen bleiben. Ach, ich mach doch hier nur was. Ach, come on. Und die Goblin werden jetzt auch noch zu mir, oder was? Hier, könnt ihr die bekämpfen. Mich ja in Ruhe mit dem Scheiß. So ein Scheiß alleine, ey. Hab ich die Spur verloren? Na, super. Wenn dafür kommen jetzt. Oh, most would consider the dream to have been a nightmare. The darkness around you, a black so flat you could reach out and touch it. Ja, also wir haben, ich glaube, Todes Aim ist einer der wenigen, die wir noch da haben, die keine Kultisten sind. Ich glaube, Todes Aim können wir aber wahrscheinlich eh nicht behalten. Ich glaube, Topsy ist ein Kultist. Topsy ist der Thief, den wir konvertiert haben. Deswegen, wir opfern Todesaim, weil alle anderen sind Kultisten und die wollen wir behalten. Und Todesaim wäre sowieso gleich weg, wenn wir Topsy opfern würden. Deswegen, Todesaim, you dead now. Xelekalt ist now the Zealot. Masumoto ist now. Verärgert ist noch Hakon. Masumoto, Zeph, Zealot. Kalt ist now Fnatic, ist now Fnatic. The Thief ist now Fnatic. A reminder of us all. Und ich vermute, dass unser Harkon gleich abhaut. Wenn wir nicht nur rechtzeitig saufen gehen können, ist der weg. Da ist Harkon weg. Yep, aber jetzt haben wir super happy, also wirklich 95% happy. Es ist so hart. Und vor allen Dingen haben wir jede Menge Zealots. No moral check upon allies dying. No moral checks triggered upon losing hit points. Ich glaube, das mit den Hit points haben wir sowieso schon, aber. Ja, upon allies dying. Aber auch upon losing hit points. Deswegen brauchen sie eigentlich viel, viel weniger. Ja, da ist unser.
Die Überreste unserer Verstorbenen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass gerade der Dude, der insane war, jetzt das kriegen. Direkt wieder das Event. Ja, hier hätten wir halt, wie gesagt, und so. Hier mal wieder die Dingens. Spuren. Ah, Direwolves. Give me the Direwolves, engage. Jetzt die Karawane mit reingezogen? Nee. Haben wir Frenzy? Die sind alle. Der ist Frenzied. Der ist Frenzied, okay. Du bist später dran. Mach ein bisschen Platz. Achso, wir hätten eh nicht nochmal angreifen können. Wir hätten hier hinlaufen können und hier hätten wir tatsächlich nochmal angreifen können, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Ich glaube, das will ich gar nicht. Die schicken wir mal hier hoch. Schick mal dich mitten rein. Step dahin. Sono sollte eigentlich auch was nehmen können hier. Zack. Du wirst aber nicht ganz ransteppen. Weil du bist ja nicht ganz so krass. Wir kommen nur an das ran, glaube ich. Zack. Zack. So. Ja, da kommt nämlich das Overwhelm. Das ist halt ein bisschen gemein. Die gehen alle da hoch. Spannend. Wir haben gerade wieder drei Leute verloren. Das muss man nicht unterschätzen. Drei Leute verlieren ist natürlich immer ein bisschen ein Rückschritt. Aber dafür haben wir, glaube ich, ziemlich viel Power auf unseren Leuten an sich gegained. Erstmal den Frenzy platt machen. Zack. Schön, schön, schön. Den das schön hier reingemoved ist, damit wir den zerlegen können. Schade. Die Triple Hits sind so gut. So fucking gut. Ja, da kann ich aber nicht mehr angreifen, leider. Leider kann ich nur moven, aber nicht mehr angreifen. Wir umstellen dich mal, mein kleines Wölflein, wa? Das ist doch nichts dagegen, oder? Nee, nee, ich hätte den Pelz schon noch gerne. Batz. Zack. Yes, wieder ein paar Pelzchen. Goil. So, gib mir hier 500. Einmal mit dem Ringelpiez mit Anfassen gemacht für die 500. Direkt nochmal saufen gehen. Ja, jetzt muss halt natürlich wieder Leute aufbauen, ne? Aber die sind mir vielleicht doch ein bisschen zu billig. Hier jetzt, gib mir mal. Das hätte ich gern alles. Essen haben wir noch für 3 Tage, weil wir jetzt weniger verbrauchen, logischerweise wieder. Das hält aber schön lange, das nehmen wir, glaube ich, nochmal mit. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Lol, what? Jetzt haben wir doch wieder Platz, oder? Verkaufspreise 18. Können wir zumindest mal den Müll loswerden? Sowas hier brauchen wir halt jetzt ja wirklich nicht mehr. Das ist ein 140er Helm. Wir haben super viele Helme dabei, ne? 105er Helme. So ganz so viele Helme brauchen wir, glaube ich, nicht. Auch wenn ich die mal als Ersatz gedacht hatte. Wenn wir mal auf die Mütze kriegen, dass wir schnell wechseln können. Aber ich glaube, ganz so viele Helme brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir nicht. Das will ich noch reparieren. Das wäre smart, zumindest noch zu reparieren vom Preis her. Diddle-a-dee-dee-dee, diddle-a-dee-dee-dee, diddle-a-dee-dee-dee.
So. Das wollte ich jetzt hier gerade noch kaufen. Achso, Essen, ne? Hier noch eins. Mich irritiert, das ist 1500 eigentlich echt günstig. Wir haben gerade wieder Leute verloren. Wir haben eigentlich keine Ranges. Also null Ranges. Das sind immer nicht so optimal. Wir haben eigentlich nur unsere Peitsche als Ranged-Option. Das ist so das Einzige, was uns Ranged gibt. Mit 3er Range. Ja. Nee, nicht begeistert. Gehen wir jetzt mal nach Sonnenwehr. Und wir an dem Heiligen Krieg teilnehmen ist irgendwie... Bin ich nicht ganz so scharf drauf, ehrlich gesagt. Waffenmarktplace. Hier ist 16. Hier können wir aber auch nichts Sinnvolles kaufen. Moment, oder? Ja, für 200. Wir haben jetzt aber 125. Das reicht schon ein bisschen. Aber 200 ist ein guter Preis. Nehmen wir mal mit. Leute, Caravan Hand, Militia. Teamplayer hat aber sonst gar nicht so krasse. Also, die Talente sind nicht so gut. Er hat ganz gute Base-Werte. Wird ein bisschen Ausdauer kriegen. Die Resolve ist okay. Und auch der Melee-Skill ist okay. Kommt da jetzt stark drauf an, was er rollt. Könnte wahrscheinlich auch ein Battleforge Frontliner werden oder sowas, weil er halt nur 2 von 7 Defense hat, also da würde er nicht so viel kriegen. Das kann sehr, sehr traurig werden, was wir da kriegen. Oh, das Fencing Sword. Würde, glaube ich, gerne mal ein Fencing Sword mitnehmen, aber wir haben gerade eine ganz andere Ambition. Das jetzt ein Fencing Sword zu kaufen, ist echt nicht smart. Absolut nicht. Und ein Warhammer. Oh. Ach, Mann. Aber hier gab es wieder keine. Aus irgendeinem Grund. Kann es sein, dass es in diesen Wehrs nie Dingens gibt? Keine Quests? So generell keine Quests einfach? Ich meine, hier kann es noch Leute geben, da will man nochmal nach Treitenfeste. Weil wenigstens zwei Leute, damit wir unsere 12 Mann wieder voll haben, wäre schon ganz geil. Aber da sollten wir halt auch ein paar nehmen, die ein bisschen was können. Du hast, glaube ich, immer einen katastrophalen Resolve. Und es ist halt einfach Disowned Noble. Disowned Noble ist auf einem ähnlichen Niveau, ne? 25 bis 35 und das hier ist 25 bis 38. Ist aber besser, weil also der hier kann halt minus 5 Defense rollen, der hier kann mindestens 0 Defense rollen. Wer hat der hier mehr Fatigue? 50 bis 60, 50 bis 60. Das Skill ist sogar fast identisch, hat der wieder ein bisschen mehr. Cell Sword für 4000, Moment, Disowned Noble für 860? Erstmaliger. Jetzt weiß ich, warum er so billig ist. Der ist zwar geschickt, aber ein fucking Asthmatiker. Der macht halt gar nichts außer im Weg stehen, weil der Kampf länger als 3 Runden geht. Okay, plus Range Defense ist nice, aber nicht wichtig. Mittlerer Skill, wieder ein toller Ranged Skill gerollt. Null Defense ist nie, ja. Ist alles so, Brawler? Die Brawler können richtig geil sein. Minus Initiative plus Night Owl. Ah, der hat plus Defense. Er hat richtig viel HP. Kriegt richtig viel Inni. Aber ist halt super spät dran immer. Also der kriegt immer ins Gesicht. Achso, ja, minus 30 Initiative. Nee, fick es. Dann ist das ja auch wurscht. Also das ist der Trade. Paranoid-Trade killt einfach das Dodgen. 4000, das will ich nicht ausgeben. Aber was mit dir? Determined, nice. Athletic, nice. Gute Roll of Defense.
Min-HP, schlechte Fatigue, gute Resolve, gute Inni. Es ist auch keiner, der krass Damage dealen wird. Muss man mal so sagen. Was bei dir? Deathwish. Der alte Soldat mit dem Todeswunsch. Alles klar. Der alte Soldat mit dem Todeswunsch könnte man sich schon gönnen, tatsächlich. Als... Aber das ist wieder ein Backliner eigentlich. Ach, come on. Die zwei Sterne auf Range-Skills sind halt... Kannst dir auch in die Haare schmieren. Nee. Ich bin nicht begeistert. Weaponsmith Armorer. 260, 210. Hier. 4,5k. Also muss ich auf ungefähr 6,5k kommen und dann wieder hierher kommen. Mindestens 6,5k eigentlich. Ugh. Oh. Coat of Plates. Alles klar. Alles klar, Jungs. Moment, das kann ich wieder verkaufen. Das ist wieder full. Und wir haben hier mit 19 einen ganz guten Verkaufspreis. Das ist wieder beim Armor. Das ist halt nicht so smart. Finde ich dann immer wieder und denke mir, hey, wie kommt denn das hier hin? Das ergibt über keinen Sinn. Dass der Armor das verkauft. Ich glaube, ich würde mich das Strange Meat ersetzen, tatsächlich. Oh, das war nicht smart, das hier zu tun. Upsi. Ab nach Brunndorf. Gib mir mal ein paar Wurzelgemüsesachen, damit ich... Oh nein, wir kommen dann nachts an. No! Aber ich brauche doch Wurzelgemüse. Brunndorf, macht Uf. Klopf, klopf. Hier ist der Ben, ich habe euch geholfen. Macht Uf, 1660. Ist echt nicht so viel. Conquer the Oracle ist wieder so. For your work, we paid. Das sind, okay. All the tracks, return lockbox. 3 Sterne, 3. What? What, what? In the butt. Okay. Return Lockbox ist eigentlich, der Preis ist völlig okay, aber dass das hier oben, das irritiert mich. Das ist dann irgendwie ein Nekromant mit... Oh. Was? Direwolf und Sam Alps? Der... Achso, nee, die muss ich gar nicht angreifen. Ich wollte gerade sagen. Fuck. Is happening? Als ob ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich wusste die nicht... Nee, das ergibt mehr Sinn, aber da müsste trotzdem irgendwie noch ein Necro oder so dabei sein. Da ist ein Necro. Some Brigand Marksmen, some Brigand Raiders. Bei 10 gegen 10. Sexy, 46. Du bist schon ziemlich nice inzwischen. Und habe ich hier noch kein Schild wiedergegeben, ich Idiot. Ach, come on. Sexy wird wieder zerschossen. Literally. Im übertragenen Sinne. Okay, wollen sie verteidigen? Frage ist ein bisschen, wo ist denn der blöde? Necro. Du hast einen Hund und du kannst auch Dinge tun. Hier, der Sexy hier oben so abkriegt, also bei dem muss man wirklich mal Range Defense leveln, ansonsten kriegt er ja nur ins Gesicht. Hallo. Komm ich da ja nicht ganz ran, ne? Wie viel Defense hast du jetzt denn, Joschka? Das ist 39 ohne fucking Schild. Du sollst auf jeden Fall mal zweihändig gehen. What the hell? Das ist ja voll gut.
Könntest du unser Lone Wolf werden, einfach unser fucking Flanker mit Lone Wolf. Damit du schön dann auch die Skills hochkriegst. Und dann geht's los. Nimble hast du ja auch schon, Dodge hast du ja auch schon, also... Ich sehe da was, dann wartest du mal kurz. Du wartest logischerweise auch kurz. Ja gut. That's happening. Du hilfst hier mit aus. Okay, du willst uns binden. Habe ich so verstanden. Wenn ich dich wegstoße. Darf ich nicht wegstoßen? Ach, come on. Ich bin nicht weggestoßen, die Sau. Irgendwo hier hinten muss noch diese blöde Necro stehen. Irgendwo am Arsch der Welt. Er hittet. Die Sau hittet. So, gehen wir erstmal zu dem, damit er nicht mehr schießen kann. Jetzt noch ein Hund ein. Schade, ich dachte, ich kann das nehmen. Die Waffe nehmen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Hat nicht so gut funktioniert. Overwhelm wir ihn. Du hast einen Speer. Bist für mich gefährlicher. Bei den Schild, ne? Shield Wall Armed with Shield. Nehmen wir dieses mal weg. Und gehen dann hier rein. Ich weiß nicht, ob das smart ist, weil ich. Doch, er ist versteckt laut Anzeige. Hidden. Hidden steht da. Hidden impossible. 80, Goll. Autsch. Diese Warpicks, ne? Das ist eklig. Ich hab das Gefühl, das könnte noch eine schwierige Sache werden. Weil ich die noch nicht weggestoßen krieg. Ja, genau deswegen könnte es eine schwierige Sache werden jetzt. Weil ich null hitte. Oh, hallo. Ich habe auch keine ordentliche Frontline mehr. RNG sagt gerade, nope. You don't. Ja, ich overwhelm halt und dann ist gut. Ja. Yo. Oder sowas. Ne? Oder sowas, halt immer den ersten Down von ihnen. Ja, aber jetzt kommt er natürlich wieder. Moment, wo ist denn der Scheiß? Den müssen wir doch jetzt gesehen haben, wenn er revived. Hä? The fuck? Der steht da mittendrin! Lol. Der steht echt mittendrin. So, darf ich jetzt mal wegstupsen? Danke. Wort eine Saubrotzen, ey. Dann muss ich mich jetzt hier durchschnetzeln mit dem. Du bei dem und du hier hin, damit die nicht mehr so viel rumballern. Oh, das ist jetzt schlecht. Du kannst gar nicht mehr laufen, du brauchst ja 3 AP, da war was. Weil der ist jetzt gebufft. Das finde ich scheiße. Da habe ich auch keine Option, den zu. Rechtzeitig zu stunnen oder sowas, dass das nicht mehr ist. Hallo. Der hat einen Speer dabei noch. Eklig. Ich habe keine Ausdauer mehr auf Ben. Ich habe keine Ausdauer mehr auf Ben trotz Iron Lungs. Das ist unfassbar. Unfassbar ist das.
mal das weg hier. Keine Lust mehr, dass du hier Dinge tust. Nehmen wir das mal weg. Geh doch einfach drauf. Oh, das ist gemein. Alter. Das ist schlecht. Das habe ich nicht drauf geachtet, dass er jetzt hier steht. Da habe ich absolut nicht drauf geachtet. Du bist hier unten auch nervig aus der Hölle, ne? Jetzt treffen die sich da unten plötzlich gegenseitig. Das ist ja unangenehm. Die sind aber auch so gut schützen, die Schweine, ne? Er ist zum Glück nur mit bloßen Händen dran. Der Gebuffte. Aber er darf nicht nochmal zuhauen, es ist so schrecklich. Nochmal zuhauen wäre so gut gewesen. Oh, er hätte sich heilen müssen, scheiße. Ach, als ob. Werfen. Mein Untergang. Werfen ist mein Untergang. Hallo. Okay. Ab und zu treffen sich jetzt da unten plötzlich. Bin nicht ganz sicher, warum. Runde. Do your work, Wuffy. Jetzt habe ich echt Ausdauerprobleme, weil ich so viel laufen musste in der Runde, ne? Und weil es so lange dauert, weil der mir die Leute rausholt. Ich muss an den blöden Nekromanten ran da in der Mitte. Will ich das? Wahrscheinlich er hat einen Hund dran, also von daher ja schon. Nehmen wir mal das weg. Ja, schade. Das ist das Problem. Oh, hoho, und hinten. Geil, Xan, geil, aber du verlierst immer HP, ne? Ein Hitpoint each turn. Okay, ein Hitpoint ist schon kind of okay. Finally! Hallo, Necro. Wie wär's mir nicht wiederbeleben? Dann fängt er an, nämlich rumzupieksen hier. Sehr gut, Wuffy. Hello, machst du fein? Nee, Spirit ist das sogar. Nice. Guter Hund, guter Hund. Guter Hund. So, haben wir jetzt noch irgendwo. Die haben noch die zwei Gegner, ne? Also, sie haben ordentlich auf die Nase gekriegt, gerade dafür, dass es einfach nur ein fucking Necro mit Dingens war. Ich weiß nicht, hast du noch was zum Heilen? Ja, du gehst mal hier. Oh no, du hast es nicht mehr. Dann müsst ihr stehen bleiben. Ja, du hast nämlich nur Giftheilung dabei. Sehr schön, Necro down. Nur noch dich, Blödi. Dass du immer fighten willst, der. Sehr schöner Kopfbeißer, yes. Okay, wir müssen doch nicht mehr heilen. Gut. Angerissenes Ohr. Kaputter Nacken. Und ein... Pierste Brust, das ist ja alles. Alles ungünstig, alles ungünstig. Okay, jetzt weiß ich, warum das 1100 gegeben hat. Erklärt sich. Ach, plus 1. Ausdauer hätte ich auf jeden Fall gerne auf dir. Mehr Hidden ist immer geil.
Und dann halt plus 1 wahrscheinlich. So, hätten wir dir einfach wir müssen mit dir Brawny nehmen, ne? Und wir müssen auch noch den Cleaver-Perk nehmen. Oh, shit. Ich glaube, Brawny ist wichtiger, damit du weiter attacken kannst. Okay, du hast 10 Fatigue zurück. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Und habe ich jetzt noch mehr verpasst? Ich habe noch einen Level-Up verpasst. Guck immer irgendwie nur ein. So, plus 2 auf jeden Fall mitnehmen. Plus 75, wenn wir auch mehr haben. Und plus 3 ist wahrscheinlich auch. Let's go. Masumoto, du hast Brawny schon. Du sollst, glaube ich, auch irgendwann zweihändig gehen. Aber du nimmst auf jeden Fall bei dem, was du hast, auch Battle Forged. Weil dann hast du 82% nur noch da drauf. Nächsten Battle Forger. Fertig. Achso, jetzt muss man kurz gucken. Wer war das? Du warst das, ne? Danjuschka, der Kandidat für den Lone Wolf. Weil du ohne kommst du relativ häufig mit dem Dodge und Nimble und so ganz gut hin. Oder halt generell einfach mal zweihändig. Aber das haben wir hier aktuell nur eine Long Axe. Glaube ich nicht optimal. Glaube ich nicht optimal. So, verkaufen. Wie schon Verkaufswert brauche ich mit 17. Ja, mit 17, da müssen wir halt mit Leber. Die Mütze wird er ja gern behalten, weil es eine lustige Mütze ist. 125er, ich glaube eine 65er Armor brauchen wir jetzt eher nicht mehr. Brauchen nicht so viele davon. Jo. Ah, stimmt, wir brauchen ein bisschen den wir hier übrig haben, nochmal. So, zack. Haben wir schon geguckt, was wir hier haben? So ein Flagellant ist irgendwie nicht so meins. Und ein Battler auch nicht. Nee, der battelt mich immer an. Ich will eigentlich nicht. Ich will noch mal Leute aufbauen. Ich will mehr Leute haben. Und Coke, let's go. Oh, Essen. Essen. Shit. Gib mir mal was zu essen, danke. Tschüss. Hab ich vergessen. Auf geht's. Second Wackerfeste Company. 28. Alles klar. Würde ich mir auch gönnen. Könnte. Wird kurz rausgetappt, nicht wundern. Seasonal Flair. Mehr Items. Kauft für mehr. Verkauft für mehr und hat mehr Rekruten. Rekruten finde ich gut. Kenne ich ja alle schon. Killer on the Run. Du würdest bei uns ganz gut reinpassen. Hat halt keine guten Talente. Ist ein Grave Robber, ich bin ja auch blöd, ist ein Grave Robber und kein Killer on the Run. Würde zwar auch bei uns reinpassen, aber nee. Nee, irgendwie, ich habe genug Kultisten, ich muss jetzt andere Leute holen, die zu Kultisten werden. Ich muss Leute mit guten Base-Stats holen, die Kultisten werden. That's what I need. Achso, erstmal saufen gehen. Nope. Ist wieder 26? What? Hier. Nehmt den billigen Scheiß. Und macht damit, was ihr wollt. Not my fucking problem. Hier, Dolch, Wurpe. Hier habe ich sowieso noch eine übrig. Kaufen wir mal den zweiten von jedem. Wenn ihr mir 26 dafür geht, have fun. Alter, what? Wir sind schon bei 8,9k. Wir wollten um 6,5k und zurückgehen zur Stadt. The fuck? 800. Moment, im Kronko kann ich glaube ich sagen, we need to pay full tracks return. Glaube ich zumindest. Ich guck nochmal kurz nach. Ich glaube Kronko, Brunndorf. Kronko ist immer noch super nah dran, ja.
Let's talk money. We need to be paid more for this. 590 im Weißen Schacht. Weißen Schacht ist ein Stück nach Norden. Return Demonic Statue. Wie geht's unseren Leuten gerade? Nicht so gut, ne? Wir haben wirklich ins Gesicht gekriegt. Also HP-weise geht's sogar noch, außer dir. Warum hast du eigentlich so eine Shit-Rüstung? Weil du nicht so viel Ausdauer hast, ne? Du hast jetzt minus 6. Wenn wir irgendwann eine 90er anziehen für minus 10, dann haben wir halt nochmal minus 4 mehr, aber... Und hoffentlich ein bisschen weniger ins Gesicht. Hoffentlich. Könnte auch extrem nach hinten losgehen. Und mit dem Schiff könnten wir wohin fahren? Dahin und in eine verfeindete Stadt, oder? Ihr habt einen Hafen? Ihr habt nicht mal einen Hafen hier drüben! Jungs! Wer soll denn zu euch kommen? Der Nikolaus? Mit einem fliegenden Schlitten oder was auf dem Sand? Oh Mann! Also, da wir hier noch einen Moment hinterherlaufen müssen, den Tracks, denke ich, geht schon in Ordnung. Also, wir können jetzt viel bei Nacht angreifen, ne? Können die jetzt versuchen, bei Nacht einzuholen, weil wir haben ja selber keine Rangies. Da ist nachts eigentlich das Smarteste. Sucks, Marksman Raiders, das sollte klar gehen. Das sollte klar gehen, sexy. Hier hinstellen. War das nochmal? Bin, let's go. Du gehst mal hier hin. Thuggy Thugs, kommt ihr ran, bitte. Kommt schon, nicht weglaufen. Ach. Mach du mal die Seite, ich hab Angst. Können wir gar nicht runtergehen und Sono. Sono läuft da jetzt hin. Moment, wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir dich hinstellen, damit wir dich nicht wieder in so einen Einschuss. In so ein Schüsschenbietchen lenken. Ich war so happy mit unserem Fernkämpfer, ne? Das ist so traurig. Das ist so traurig. Hallo. Oh, da hinten ist noch einer und wirft. Frechheit. Den Hund noch. Ah, der hätte ich nicht angreifen können. Ach, hab den schon wieder dämt, Alter. Das. Den nicht euer Scheiß ernst, dass ihm ständig das Schild klaut, ne? Jedes Mal verliert Masumoto sein Schild. Ich glaube, weil er. Ne, dann Yushka sein Schild. Ich glaube, weil er kein Shield-Expert hat, ne? Kann ich ja schon einiges. 90er nicht gehört. Ja, natürlich. Natürlich. Au! Hinten, du bist das noch. Achso, und da hat wahrscheinlich auch noch jemand drin, ne? Hätte vorhin geworfen, denke ich. Hallo? Oh shit, da ist ein Zwei-Hand-Trap? Okay. Das ist jetzt ungünstig. Ein bisschen ungünstig ist das jetzt schon alles irgendwie. Der hat keinen Bock mehr. Uff, danke. Ja, du bist so ein bisschen am komisch verteidigen. Hört doch auf, die Schilder kaputt zu machen, ihr Schweine. Ihr Miesen, das darf nur ich. Nicht doch runterschubsen, oder? Ist es da, ja. Aha! Wollen sie beide laufen? Sehr gut, dann kann ich aber durchmoven. Kann noch einen Schritt gehen.
Sollen uns da hinten auch alle rennen? Sehr geil. Hallo. Die werden jetzt mal nicht mehr schießen. Bin ich dagegen? So, bitteschön. Du wirst auch noch irgendwie kämpfen da oben, ne? Hab ich gerade festgestellt. Das ist ja alles eine absolute Frechheit hier. Du wirst nur noch kämpfen hier. Geh mal weg mit deinem Köpfchen. Yes, 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 jo. Und ihr habt noch einen Wuffi. Nom, 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 nom. Ihr wird nicht weggelaufen. Ich will ein Schwert haben. Das kann man verkaufen. Nein, nein. Nicht weglaufen. Schwertchen. Nom, nom, nom. Aber noch ein Wuffi dahin. Ich hätte nicht laufen und angreifen können, deswegen habe ich einen Wuffi hingepackt, der zweimal angreifen kann. Erstmal das Schwert klauen. Aber du bist ja eh, egal. Egal. So rum. Zack. So, schön, alle. Oh gut, jetzt habe ich dich ja. Nee. Ich hab ein bisschen blockiert. Das war nicht so smart. Dann machen wir eine Main Weapon jetzt drauf da. Haben immer noch relativ viel Loot bekommen. Spannend. 1100? Nee, we are paid to return it. Die 300 Kronen, die machen dann nix. Die machen dann nix. Jetzt ist eigentlich das eigentlich in Ordnung. Reparieren, reparieren, dich nicht. Auch nicht. Euch beide reparieren wir wieder für Kohle. Let's go! Wenn wir immer noch 26 haben, dann können wir das nochmal richtig geil verkaufen, ne? Ja, Kronenkok. Das war doch ein Kronenkok mit den geilen Preisen, oder? Yes, yes, yes. In Wurz. So, dann können wir das schon mal verkaufen. Das verkaufen. Alter, die Preise 300 für so ein Ding. Alter Vater, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. 194. Hier, weg damit. Weg damit. Nice. Neues, neues, neues. Achso, hier haben wir ja auch noch oben Kram, den wir nicht brauchen. Ich verliere manchmal ein bisschen den Überblick, wenn wir jetzt so viel haben. So, und das war jetzt ein Deliver nach Weißschacht. Na dann. Okay. Weil hier gibt es ja wahrscheinlich keine neuen Leute, oder? Nicht wirklich. Nee, 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 dann nach Weißschacht. Mal wieder billige Tools und Supplies holen. Wo gab's nochmal was zum Trainieren? Training Hall gab's ein Treitenfest. Aber wir haben eigentlich jetzt relativ hochlevelige Leute. Weaponsmith. Achso, wir hätten aber wegen Rüstung gucken können. Armor Run, Reitenfeste und der Training Hall, weil wir haben jetzt 10.000. Da hätten wir eigentlich nochmal eine fette Rüstung kaufen können. Ja gut, Pech gehabt. Ich gehabt. Weil hier gab es ja keinen Armor Run, hier gab es ja nur ein... What? Bloody Snake. 48% Effective Gains, aber ist das euer scheiß Ernst? Moment. Ist das der Effekt von dem Ding? 10 bis 25 und nicht weniger Fatigue. Also es hat zwei Effekte. Es hat weniger Fatigue, minus 2 und sehr, sehr viel mehr Effektivität. Die hätten wir uns auch gehabt. Also über 20% mehr Effektivität gegen Armor. Mace Two-Handed. Well-crafted Stomper, Bloody Snake. Das ist ein Named-Item, das hier ist dann nur ein Masterwork-Item. Massive Head, the weapon is well-balanced and reasonably easy to handle for an experienced individual. Alter.
Mace Two-Handed 50 bis 75. 75 bis 95. Er müsste den Stun-Bums dann auch haben, ne? 65% ignoriert Armor. Boah. Holy. Er sieht schon lecker aus, sind wir ehrlich. Und eine Fighting Axe sieht aber auch lecker aus. Sind wir early, ey. So, hier neue Leute. Ne, nicht wirklich. Geht hier ab. Hier ist nix. Was ist das? We need to be paid more for this. Ach, Windfall, das ist ja ewig im Norden. Und das hier war 1500. Conquer the Fallen Star. Nee, ich will meine Ambition machen, also deswegen gehen wir nach Treitenfeste. Oh, halt. Kurz gucken wegen. Ach, ist zu spät, ne? Jetzt hab ich die Tools und Supplies nicht nachgeguckt. Shit. Dann reiten wir jetzt trotzdem nach Treitenfeste. Essen haben wir ein bisschen wenig, ups. Aber wir brauchen nur 19 pro Tag. Das wird immer weniger. What? Das habe ich ihn verpasst. Warum brauchen wir denn immer weniger Provisions? Mit gleichbleibend den gleichen Leuten. Wir waren doch vorhin bei 21, jetzt sind wir bei 19. The fuck? Das ist natürlich geil, weil dann hält es halt schön lange, aber the fuck? So, hier ist schon mal kein negativer Preismodifikator drauf. Alter, aber ist leider trotzdem arschteuer. Es ist leider trotzdem arschteuer. So, 260er. Wir wollen aber möglichst viele 230er haben und die sind über 2000 billiger. Deswegen nehme ich einfach einen 230er und die. Wobei für minus 30, minus 32, minus 38, minus 42. Mal sehen, ob wir irgendjemanden das Ding zum Anziehen geben können. Du hast Brawny schon. Dann wärst du der beste Kandidat dafür tatsächlich. Was diese Rüstung angeht, vor allem weil du Battleforge hast, Sono. Noch 72 Ausdauer. Wir können ihm das anziehen. Dann gehen wir auf 77%. 80,3% mehr. Haben wir jetzt noch ein Battle4G? Ja, das, stimmt, das ist schon wieder keins. Hier, du nimmst jetzt das. Meine Fresse. Du bist nimble. Wir können Sexy geben, der mit seinem Fuß. Das ist halt. Eigentlich müssen wir dich hier irgendwo in die Mitte setzen, weil du kannst nicht so weit laufen. Zeptomartyro, du hast auch keinen Dodge bisher. Du hast eine 145er damit, Masumodo. Du hast aber auch Battleforge, von daher solltest du das schon nehmen. Dann bist du ein bisschen besser im Battleforgen. Und du kriegst dann einfach das Abgelegte. Das ist aber nur noch 59 Ausdauer. Das ist echt wenig, ne? Minus 10. Jetzt minus 14. Brauchst halt irgendwann auch nochmal Brawny, würde ich sagen. Weil auf Dodge gehen wir offensichtlicherweise nicht mit dir. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch ein paar Leutchen. Verleuchtung. Hatte ich nicht irgendjemanden mit so einem das kaputt gemacht? Wait. Das verpeilt, dass der so ein Knochending dran hatte heute? Oh no. Bitte sagt mir, dass ich das nicht verpeilt habe. Schreibt's mal in die Kommentare. Für den Fall der Fälle, dass ich es verpeilt habe. So, Helme haben wir aber glaube ich keinen. Doch, einen 250er Helm haben wir noch. Wäre sogar noch mit 2000 Puffer kaufbar. Auch mit dem ist die Frage so ein bisschen. 205. Wir haben hier schon einen 230er Helm und hier einen 215er. Aber wir brauchen halt drei Stück. In allem. Das wäre der zweite Helm, den wir dann haben. Let's go. Kriegt mal so ein Modo. Zack. Dann auch ein 250er, schon ein 215er Helm.
Minus 8, minus 8. Ach, du bist noch nicht nimble. So, hier bei dir, Ausdauer. Ausdauer hast du eigentlich okayisch, ne? Minus 9 mehr, das ist aber 60. Ja, aber er kriegt weniger ins Gesicht. Von daher. Sind wir zwei weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Body Armor, ne, auf dem Level. Eine einzige tatsächlich und zwei Helme auf dem Level. Fehlt also noch genau die Hälfte. Noch ein Helm, zwei Body Armor. Ist leider nicht preislich die Hälfte. Leider nicht preislich. Und euch kennen wir alle schon so ziemlich, ja. Ja, dann gehen wir wieder nach Brunndorf, wa? Wir hoffen, dass es da Essen gibt. Brunnendorf, Brunnendorf. Macht, was auch immer Brunnendorf macht. Karawane. 1600 plus 27 pro Kopf. 1700. Haiwada, 3 Tage nach Norden. Wir haben immer noch den Vorteil, dass wir echt wenig Geld verbrauchen durch die Kultisten-Backgrounds, ne? Das ist schon insane gut. 1700. Die Fenden. Bin ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Und hier ist auch nichts Neues. Okay, dann gehen wir mal nach Norden, weil wir müssen anscheinend mal den Platz wechseln. Dann haben wir auch das die Essensproblematik ein bisschen gelöst. Weil da kriegen wir ja Essen gestellt. Genau. Das wird, glaube ich, eh in der Zeit kaputt gehen. Deswegen verkaufen wir das. Haben wir noch 25, um dann reinzulaufen. Ja. Dann nochmal weg. Dann haben wir schön einheitlich hier alles. Den Helm brauchen wir auch nicht mehr. Irgendwie übersehen. Bin nicht sicher, ob ich davon nicht noch ein paar brauche. Und Medical Supplies sind hier gerade günstig. Nehmen wir auch nochmal mit. So, let's go. Die gehen ja nicht kaputt. Ja, Religious Bitches. Mir doch egal. Okay. Cool. Und so hat uns einfach meine Lederhaube gebracht. Wo auch immer die verbuddelt war, aber hat er uns gebracht. Nicht, leider nicht mehr ganz so relevant zu der Zeit des Spiels, wo wir jetzt schon sind. Weil wir den Lederhauben nichts tun, aber... Ja. Oh. Wenn's Geld nicht so niedrig wäre, hätte ich's genommen. Wenn's Geld nicht so niedrig wäre, hätten wir das auf jeden Fall genommen. Supply-Karawan halt schon, ne? Das ist, Caravan-Card, some footmen, a few arbaleste. Vom Haus Perowinger. Wie steht es mit den Häusern? Alle noch neutral. Okay, wir werden mal als nächstes Ziel, wenn wir weit genug gekommen sind, wenn wir die hier noch freigeschaltet haben, glaube ich, werden wir uns mal den Negotiator holen. Ja genau, den Negotiator holen müssen. Damit die nicht ständig wieder runtergehen. Damit wir mal wirklich gute Relations kriegen. Und dann richtig geile Preise kriegen. Und die auch vor allem da bleiben. Wäre, glaube ich, schon ganz, ganz geil. Ah, Briggins Schmiggins. Kommt ran, Jungs. Let's go. Let's go. Mitten rein. Ja, gut. Das ist nicht mein Problem. Muss halt gucken, wo der Pfeil kommt. Muss einen Schritt zur Seite gehen. Junge. Was? Macht eine Spearwall und geht dann nach hinten? Was? Das muss mal einer verstehen, ey. Mach mal kurz die Bäume aus. Ah. Das ist mir schon mal, das habe ich mir gar nicht so aufgefallen. Ich geh mal hier hoch. Oh, das ist vielleicht nicht so smart, weil. Komm mal nicht hin. Sieh ich mal an ihm vorbei. No! Da habe ich dich wieder in die Schussbahn gestellt. Wird hier noch rumgeaxt oder was? Bin ich nicht gut.
Find ich nicht gut, du bist mal später dran. Hier, Wuffi. Find ich gut. Danke, Wuffi. Danke, Wuffi, sehr nett von dir. Schön 62er. Lecker, lecker. Aber du bist ein Backliner, du gehst jetzt noch nicht rein. Lassen mal die anderen Jungs laufen. Das ist nicht so geil. Ist schon wieder ein Schild weg dadurch, ne? Ja, nimm doch einen Zweihand. Alles klar. Bei euch soll es wohl böllern, ja? Oh, Hund gestunt. Die Schweine. Muss die da oben dringend ranholen. Jungs. Hallo. Sexy is in the game. Nee, du kannst dahin gehen. Das ist okay. Du gehst da rein. Machen wir so rum. Du gehst noch einen weiter. Er nennt nur die Reichweite auf ihn, das fand ich irgendwie. Bleibst mal da. So, jetzt haben wir dich. Du siehst mir eklig aus. Entsprechend müssen wir dich mal ein bisschen runterböllern. Du weniger Lust hast zu fighten. Uff. Batz, batz. Overwhelmed. Waffe geklaut. Alles geschafft, was ich wollte. Oh, wieder ein Hund gestunt. Sie hat aber auch ein paar gemeine Fieslinge hier, ne? Mit Hundestun und so. Und Hunde tot pieksen. Das ist schon unfrech, aber ist der Hund wenigstens weg, dann könnt ihr den nicht angreifen. So, du hast jetzt hier was in der Hand, was mir nicht gefällt. Du hast keinen Bock mehr, das finde ich wieder sehr, sehr nice. Geil. Da ist jetzt zwei Hände down. Das ist nicht so geil. Das ist wieder geil. Er will laufen. Als ob. Nix wird getan. Machen wir unseren Moral-Buff auf alle. Hallo. Yes, schön auf den Kopf gezielt mit allen drei Schlägen. Geil. Ja, wenn du keine Kopfrüstung hast gegen einen Dreier, ist einfach, ist vorbei. Hallo. Wir müssen mal oben drüber, damit wir schön alle peitschen können. Psiu, 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 psiu. Genau das macht die Peitsche. Ja, nichts anderes. Kommt mir jetzt nicht mit Logik. Oder Real Life oder sowas, ja. Das ist mir doch alles egal. Zack. Ja, ja, du piekst meine Leute tot. Das ist mir schon klar. Das habe ich schon so vermutet. Egal, wo ich hinlaufe, ich darf nicht mehr moven danach. Naja. Nicht mehr attacken danach. Das ist ein bisschen schade. So. Batz. Hab ich hier noch ausswitchen können. Lute, du Sau. Oh, what? Wollen die hier abhauen, die Schweine wieder, ne? Klein Schweinchen hier. Ja, ja, ja. Ich sehe das. Ich müsste noch eins weiter, dann darf ich nicht mehr laufen. Dann warten wir mal kurz. Oh ja, danke, Wuffi. Das ist sehr gut. This is nice. Mal blockieren, damit die mir nicht gleich wieder die Leute zustellen, die blöden Idioten. Sexy hat einen Kill! Unfassbar.
Sexy hat nen Kill. Sexy hat nen Kill. Ich hätte so viel Damage gemacht, ne? Zack, totgepeitscht. Geil. Und guten Loot gekriegt hier wieder. Ah, zwei Bögen. Und eine dicke Axt und noch ein Scamax und noch zwei. Ja, das ist schon alles ein bisschen Money, was wir hier gekriegt haben. Finde ich gut. Oder 12 Tools. You find an abandoned wagon amongst some Torreads. Hier die Kultus checks it. It's broke shit. 12 Tools and Supplies.